Jojojo, was geht ab Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ich habe hier für euch ein Solo Unlimited Money Glitch. Und zwar braucht ihr dafür nur eine 10er Garage, wo hier der Fernseher drin ist. Seht das jetzt gleich. Gerade ladet er hier ultra lang. Okay, hier wo der Fernseher drin ist. Und einen Nachtclub. Der ist hier bei mir. So, ich bin jetzt hier in der öffentlichen Sitzung. Ja, von aktuell noch 11 Leuten. Sollte gehen. So, als allererstes hier stelle ich den Fernseher um. Und zwar auf dem Kanal, wo wir anderen Spielern zugucken können. Immer noch das Falsche. Genau den hier. Dann gehen wir jetzt einmal wieder raus. Stellen hier das Radio an. Ja, noch eins vorneweg, dieser Glitch hier, der funktioniert nur mit dem Teleport, wenn ihr den Teleport auch habt. So, das Radio, das läuft. Was wir jetzt gleich hier auch noch machen müssen ist, wir suchen uns hier, mach das nochmal, neues Handy auf, gehen auf schneller Job, gehen hier auf Raubüberfall. Wie viel ist das von oben? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, der 14. So, und werden da jetzt sofort beitreten. Sobald sich die Musik ändert, die ändert sich wirklich auf dem Radio, sobald sich die Musik ändert, warten wir so 4 bis 6 Sekunden, stehen dann aber dann hier schon vorm Fernseher und drücken einmal Steuerkreuz nach rechts und dann müssen wir als erstes in den Himmel gezogen werden und dann erst in den Fernseher. Und diesen Schritt hier, den müsst ihr wirklich nur einmal machen. Ein einziges Mal, danach könnt ihr jedes Mal ein Auto duplizieren. Das ist auch relativ einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Nachtclub im Lieferanteneingang den kostenlosen R8 stehen habe, aber das ist völlig egal. Ach, was laber ich hier überhaupt? Lieferanteneingang. Quatsch. Ist egal, welche Garage im Nachtclub, nur dann müsst ihr in irgendeiner Garage nachher reingehen und in einem R8 einsteigen. So, machen das jetzt hier mal kurz, sofort beitreten. Bist du sicher? Ja. So, warten jetzt kurz, bis der Sender wechselt. Genau, ihr habt es gesehen. Ich habe den direkt First Try hier geschafft. Hier mit meinem Video. So, warten hier drin, schauen hier einem zu, so die 10 Sekunden. Ihr habt das gehört, der Radiosender hat sich gewechselt und hatte ich kurz vor Schreck auch schon D-Pad nach rechts gedrückt. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, wir wurden erst in den Himmel gezogen und dann in den Fernseher. So, das ist das ja, was wir brauchen. Okay. So, das dürfte hier reichen, gehen wir jetzt wieder raus. So, und wie ihr seht hier, wir sind jetzt hier
ein bisschen verglitscht, wir haben hier keine Minimap mehr. So, um hier jetzt weiterzumachen, öffnen wir das Handy, gehen hier aufs Internet, drücken die Options-Taste, sind hier im Gebäude drin, da drückt ihr nochmal die Touchpad-Taste und teleportiert euch irgendwo hier nach draußen erstmal. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf dem Handy erst das Internet aufmachen. So, melden wir uns hier noch als CEO ab. Vorsichtshalber hier noch passiv. So, nachdem wir hier draußen gespawnt sind, wieder das Handy auf, wieder aufs Internet, drücken die Options-Taste. Und teleportieren uns zu unserem Bunker hin. Der ist hier am Farmhaus von mir. Rufen uns zur mobilen Kommandozentrale den LG Retro Custom, welchen ich euch auch am besten empfehlen kann. Der bringt euch hier am meisten Geld, so um die 950.000, 980.000 pro Kopie. Ihr braucht hier auch kein iFood-Kennzeichen, das normale Straßenkennzeichen, das reicht auch. So, wo ist er jetzt gespawnt? Gucken das kurz. Mobile Kommandozentrale neu gekommen. Das normale mobile Kommandozentrale. Okay, das ist gerade noch anders. Da ist aktuell kein Auto drin, Alter. I'm on the Kann clock. sein. What you want? Some wheels? So, wo haben wir jetzt noch ein Retro? Noch nehmen wir diesen hier. It's on the way. Und ihr braucht auch nachher wieder zum Abspeichern die mobile Kommandozentrale. Und nach wie vor auch schon immer wieder gesagt oder auch von meinen Kollegen, müsst ihr auf der Position 3 Lager für persönliches Fahrzeug haben, um diese Kopien dann auch abspeichern zu können. So, sollte jetzt mittlerweile hier angekommen sein. Da steht er. So, steigen da ein. Ihr seht normales Straßenkennzeichen. Fahren hier in den Bunker rein. So, und fahren hier so rum und stellen hier den Retro hier auf diese Plattform ab. Hier auf diese Plattform. So. Und gehen wieder. Oder teleportieren uns hier wieder nach draußen. So. Und teleportieren uns zu unserem Nachtclub, wo jetzt bei mir, wo ich hier noch kostenlose habe, bei mir ist das die Garage B4.
So, hier am Nachtclub angekommen. Wählen wir hier jetzt aus Untergeschoss 4, Garagenebene B4. Ihr dürft hier, wie gesagt, für euch hier hin und her zu bewegen, sobald ihr den Retro auf die Plattform da geparkt habt, dürft ihr kein persönliches Fahrzeug benutzen, sonst müsst ihr die ganzen Schritte hier wieder von vorne machen. So, guckt mal hier kurz auf das Kennzeichen von dem kostenlosen, das ist 20 BKM 157. So, werden wir hier jetzt kurz Gas geben. Ihr seht, alle Autos verschwinden. So, und sobald wir wieder laufen können, wieder Handy auf, Internet. So, Touchpad. Und teleportieren uns jetzt wieder zum Bunker. Am Bunker angekommen, laufen wir wieder hinein. Dann sollte es idealerweise, jawohl, noch unsere Retro stehen. Guckt hier jetzt mal kurz noch aufs Kennzeichen 00XVU810 und sobald wir da jetzt einsteigen, wird er das von dem kostenlosen übernehmen. Pass auf. Wie ihr seht, hier 20 BKM 157. So, jetzt nehmen wir hier diese Kopie und fahren damit in die MOC rein. Sein, dass jetzt die schwarze Meldung nicht kommt, für hier reinzufahren. Weil die war eben leer, war ja keiner drin. So, für den nächsten jetzt zu machen, steigt er da jetzt einfach wieder ein. Fahrt hier wieder aus der MOC raus. Drücke jetzt L2. Logischerweise für den Rückwärtsgang. Man könnte auch R2 drücken, das ist völlig egal. So, jetzt stehen wir hier wieder. Jetzt fahren wir hier wieder auf die Plattform. Lassen ihn hier wieder so stehen. Machen wieder Handy auf, Internet, Options, Touchpad. So, und jetzt teleportieren wir uns einfach wieder hier zu unserem Nachtclub. Also relativ einfach. Also wenn ihr hier richtig gut seid, habt ihr hier ja 2-3 Minütchen hier ein Retro dupliziert. Das bringt auch, ist auch echt nice und bringt auch echt viel Geld. Und daher kann ich euch das hier auch nur wärmstens empfehlen, diesen Glitch zu machen. So, gehen wir wieder an unsere B4. Die voll ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. So, nehmen hier den nächsten. Ja, guck mal da, das blinkt. Das ist eben ein bisschen geblinkt hier, der blaue Kreis, aber egal. So, nächste Kennzeichen, steigen hier ein. Guckt mal, das hier ist jetzt 61F0E oder OE534. So, geben wir wieder kurz Gas. Alle Autos verschwinden. So, und dann so, jetzt können wir wieder laufen. Sobald ihr wieder laufen könnt, geht wieder auf Internet, Handy raus, X, Touchpad und teleportiert euch wieder hier an den Bunker. Bei mir ist es hier im Farmhaus. So, lauft da wieder rein. Und habt ihr jetzt innerhalb von 5-6 Minuten 2 Retros dupliziert im Wert von 970.000 GTA-Dollar rund. Und das ist echt nice. So, da steht wieder unser Retro. So, hier hat das Kennzeichen von vorhin. So, wenn wir wieder einsteigen, wird sich das wieder ändern. Ihr seht es, es hat sich schon geändert. 61FQ
E534. So, mit diesem fahren wir jetzt wieder in die MOC herein. So, fahren wir dahinter, drücken die Pad nach rechts. Kommt diese Meldung, die nehmen wir mit X an. So, fahren da wieder rein und warten hier wieder die goldene Ladeschnecke unten rechts ab. Da ist er. Diese Ladeschnecke wartet hier ab, damit das Auto wirklich abgespeichert ist. Ja, was soll ich sagen? Ganz, ganz einfach hier. Na komm, machen wir noch das dritte Auto hier zusammen. So viel Zeit muss hier sein, damit ihr das hier auf richtig versteht. Und großartig keine Nachfragen oder so kommen, aber wenn ihr Fragen habt, dann macht das bitte gerne. Wenn ihr Probleme habt oder irgendwas, ich beantworte euch die gerne. So, wieder Options-Taste, X, Touchpad, so wieder hier an im Nachtclub. Das ist ungefähr hier bei mir vor der Garage. Ist irgendwann mal hier ausgetüftelt bei dem Teleport. So, sind hier jetzt wieder verschwunden hier Mülltonnen. Was wir eigentlich so gar nicht im Game sehen, aber beim Teleport ja, ist ja scheißegal. So, einen kostenlosen haben wir noch. Den machen wir jetzt zusammen. Und wenn wir jetzt da drin ankommen, werdet ihr sehen, dass eine Kopie, ihr seht hier, die wir eben im MOC abgespeichert haben, hier mit in die Garage überführt worden ist. Ich zeige euch das hier kurz, das Kennzeichen. Na komm schon. So, das war von vorhin Kennzeichen 20 BKM 157, wie ihr gesehen habt. So, und hier ist das nächste Kennzeichen, das gucken wir jetzt. So, hier haben wir das Kennzeichen noch 80 HMH 062. So, drücken da kurz die Gastaste, also R2. Das Auto verschwindet, alle Autos verschwinden. Braucht euch auch keine Sorgen drum zu machen. So, können wir laufen. Handy auf, Internet, Options-Taste. Hat das eben ein bisschen verbuggt, aber ist nicht schlimm. So, X, D-Pad, Touchpad, D-Pad, Alter. So, teleportieren uns wieder hier hin. An den Bunker. Und wiederholen immer wieder dieselben Schritte. So wie ich es euch hier ab dem ersten Auto gezeigt habe, immer nur wieder zwischen Bunker und Nachtclub-Garage immer hier hin und her wechseln, bis ihr da alle kostenlosen überschrieben habt. Also aus den kostenlosen hier ein Retro gemacht habt. Das hier ist mein nächster. So, wie ihr seht, das Kennzeichen hat sich jetzt hier auch wieder geändert. Die 80 HMH062, die wir vorhin hier auf dem kostenlosen hatten. So, ist die dritte Kopie. Fahren hier noch kurz rein. Ihr müsst ihr immer wieder nur dieselben Schritte machen. Wie gesagt, zwischen Nachtclub-Garage und Bunker euch hin teleportieren. So wie ich es euch gezeigt habe. Immer wieder hin und her, bis ihr jetzt da meinetwegen die Garagen voll habt. Ob das jetzt eine ist, ob das zwei sind oder drei sind. Ist völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Solange ihr die alle, also ziemlich viele kostenlose RH8s drin habt, dann könnt ihr die hier alle duplizieren als Retro, die ihr immer in die mobile Kommandozentrale fahren. Und das eine Auto euch im Wert von 950.000, 970.000 immer weiter duplizieren, bis ihr keinen Platz mehr habt. Ich finde, das geht auch viel schneller als jetzt irgendwelche Missionen oder sonst irgendwas hier aktuell in GTA zu machen. So, ich werde hier in der Zwischenzeit noch das vierte Auto machen. Haben wir denn noch Kosten?
Aber egal, das wär's auch schon wieder am Ende meines Videos, ihr Lieben. Wünsche euch noch einen schönen neuen Start in die Woche und macht den Glitch noch so lange geht. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen was länger. Hier der Solo Unlimited Money Glitch, genauso wie der Teleport. Also ich gehe mal davon zu erwarten, nachdem der gepatcht wird am Dienstag, dass der ja so. Also ich habe es selber schon mal hingekriegt, den vorherigen eine Woche noch für mich zu behalten. Ich bin einfach nur hingegangen und habe einfach bin ich habe ich PlayStation-Taste gedrückt, bin auf. Also ich habe mich da einfach nur mit dem Controller abgemeldet und dann den Fernseher ausgemacht und dann, wie ich wieder selber wieder angemacht habe, habe ich mich ja nur wieder normal Controller an, ihr kennt das Spiel ja, sondern wieder in GTA, sondern konnte ich über eine Woche später, nachdem das fast gepatcht wurde, der Teleport, konnte ich mir den immer noch nutzen. Ja, so viel dazu, genug gelabert hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens beim nächsten Video. Macht's gut alle miteinander und bis demnächst. Ciao.